Folge von Subnautica. Das letzte Mal haben wir mitgekriegt, dass bei unseren Zyklopen das Tiefenmodul Stufe 3 fehlt. Deswegen habe ich das noch schnell nachgeholt und gecraftet. Und ich habe gesagt, wir treffen uns hier wieder, als wir da hinten die Festung gesehen haben. Wir wurden ja letztes Mal von einem Seedrachen angegriffen. Und wir wollen jetzt in die Festung rein. So. Sowohl der Zyklop als auch der Krebs hat einen Wärmereaktor, heißt, die werden hier durchgehend aufgeladen. Was dafür bedeutet, weil dass wir hier keine Probleme mitkriegen. So, wir sehen da hinten den Seedrachen, vor denen müssen wir ein bisschen aufpassen. Und auch vor den Dingern, da müssen wir ein bisschen aufpassen, da die uns wegteleportieren können. Die Warper sind uns ja jetzt schon lange bekannt. So. Wir wollen einfach mal gucken. Der Seedrache, der hält hier gerade so schön still. Deswegen leckt kurz mal das ganze Spiel. So. Ich möchte nämlich mal ganz kurz den Seedrachen hier scannen. Wie kann man das besser als mit dem Stasgewehr? Mal gucken, ob das da meine Stase reicht. Tut sie nicht mal. So. Ihr seht schon, der Seedrache, der ist ganz schön groß. Aber das sollte kein Problem sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Seedrache ist gerade tot. Warum auch immer. Vielleicht hat er sich in eine Wand gebackt und ist dann rausgekommen wieder. Weil der sieht ganz schön tot aus. So, ich muss mal ganz kurz was ausrüsten hier, damit ich meinen... Ne, der lebt noch, okay. Denn diese komischen Echsen, die machen meinen Krebs ganz schön zu schaffen. Und wir wollen jetzt da hinten rein. Wir haben ja schon von diesen komischen Kreaturen, die uns hier andauernd auf dem Bildschirm angezeigt wird, mitgekriegt, dass sie unsere Hilfe benötigt, beziehungsweise dass sie uns Hilfe anbietet. Und das lassen wir uns natürlich zugute kommen und gucken jetzt erstmal hier, was wir denn hier drin haben. Hier ist schon mal ein Kraftfeld. Was brauchen wir hier für eine Tafel? Blau. Gut, dass wir in der letzten Folge eine blaue Tafel gefunden haben. In der anderen Alien-Einrichtung. Jetzt können wir nämlich hier rein. So. Hier ist denn mal ein regenerierendes. Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Embryo egg fetching project terminated. Live specimens terminated. Evacuate immediately. Evakuierung sofort. Hier haben wir einen regenerierenden Ionenwürfelfabrikator. Und hier haben wir einen bösen Seedrachen, der hier durchschießt. Okay, das sollte nicht sein. Jetzt haben wir hier ganz viele Sachen, die wir scannen können. Und das werden wir in dieser Folge auch mal tun. Ein antikes Schwert. Die können wir uns dann alle am Ende durchlesen, wenn wir mit den LP fertig sind. Das habe ich aber schon mal gesagt. Fremdartige Schnitzerei. Fremde Skulptur. Kreisförmiges Objekt. Rudimentäre Tafel. So, da hinten geht es gleich noch weiter. Und wir haben hier noch sehr viele Räume, die wir erkunden können. Fremde Technik. Ungewöhnlicher Kasten. Leere Vitrine. Sichelförmiges Artefakt. So, und hier haben wir noch ein fremdes Objekt. So, da hinten ist ein Kraftfeld. Da oben ist ein Datendownload und eine Tür. Dann gucken wir erstmal da. Ah ja, hier scheint so ein Labor zu sein, wieder mal. Mit einem konservierten Fötus. Sea Emperor. Seeimperator-Fötus.
Oder auf Englisch Sea Emperor. Hier haben wir noch ein zerbrochenes Ei, wahrscheinlich von diesen Emperor. Und die haben irgendwelche Untersuchungen mit denen geführt, okay. Ich lasse das mal so stehen erstmal. So, wir können da hinten lang, wir können aber auch in den einzelnen Räumen lang. Bevor wir da hinten, weil es sieht so ein und aus, gehe ich erstmal in den anderen Räumen lang. Ich möchte aber erstmal die ganzen Ionenwürfel hier mitnehmen, weil ich habe die, weil ich glaube, die werden wir hier noch brauchen. So, warten wir, bis das runtergefahren ist. Wir können das hier dann so abbauen. Holen wir uns mal irgendwie 4 oder so davon. Oder erstmal die 3, die hier sind. Das reicht ja schon. Okay. Im Inventar selbst habe ich nichts mehr. Ich bleib hier kurz mal hängen. Und hier werden jetzt neue Ionenwürfel gemacht. Okay. So, wir gehen mal da hinten hin. Wir können ja die Krebs hier stehen lassen. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich nehme aber die Würfel mit. Die 3. Und dann gucken wir mal hier lang. Hier ist mal wieder ein Portal. Da können wir jetzt mal so einen Ionenwürfel einsetzen. Und theoretisch auch durchgehen. Ich gehe da jetzt aber noch nicht durch. Ich will erstmal gucken, was in den anderen Räumen drin ist. So, ein weiter nach hier. Ah ja. Ventilationskontrolle. Integrating new PDA data. Mal das scannen, ja. Zuflussleitung. Glubsche auf dem Weg in die Sicherungseinrichtung. Also das wird wahrscheinlich das Pumpensystem sein von den Ventilen, die wir da überall an der Oberfläche sehen. Das steckt dahinter. Und wir sehen schon, da sind mal ab und zu so Glubscher drin. Da zum Beispiel. Mal gucken, was mit denen passiert. Wir haben ja schon bei den anderen Dingern gesehen, dass die eingesaugt werden. Kommt man denn hier runter? Moment, hier kann man noch was scannen. Hä, was können wir denn hier scannen? Eine Abflussleitung. Enzymtragende Glubscher verlassen die Sicherungseinrichtung. So, hier kommen wir auch nochmal eine Etage tiefer. Und hier sind wir jetzt so unten angekommen. Das noch scannen? Nein. Wir selbst sind auch noch infiziert, oder? Ja. Wir sollten ja andauernd uns mal selbst scannen. Das sieht aus wie so eine... Du bist hier oder sowas. So ein Infostand, wo man gerade ist. Aber ich weiß es nicht. Ja, so können wir es nochmal uns angucken. Okay. Ja, dann gehen wir mal in die anderen Räume rein. Da weiter. So, hier hinten ist noch ein Raum. Auch noch mal ein Portal. Wie gesagt, jetzt Portale, die gucken wir uns dann an, wenn wir überall waren. So. Dann sind nochmal 3 Türen auf der anderen Seite. Da gehen wir natürlich auch nochmal hin. Hier sind wieder neue Ionenwürfel. Ich hole mir mal noch einen. Weil hier waren 2 Portale, dann müssten da hinten theoretisch auch 2 Portale sein. So rein logisch. Deswegen hole ich mir nochmal einen Ionenwürfel. Die
dieser Ionenwürfelfabrikator ist ganz schön irritiert, weil da nicht steht Ionenwürfelabbau. So, wir haben wieder einen Ionenwürfel. Gucken wir hier raus. Und dann gucken wir mal da hinten rein. Okay, hier ist doch ein weiteres Portal. Setzen wir hier nochmal einen Ionenwürfel ein. Hier in dem Mittelraum müsste wieder irgendwas sein, wo kein Portal ist. Genau, hier ist... Specimens in different states of development. So ein Archiv, okay. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Forschungsdaten über Seeimperatoren. Okay, was ist das für ein Ei? Das haben wir noch nicht gesehen. Einige kennen wir ja. Wie zum Beispiel das hier. Das sieht aus wie vom Sandhai. Oder hier von so einem Rochen. Das liegt auch überall rum. Okay, so ein großes Ei können wir, glaube ich, nicht finden. Ansonsten haben wir wirklich sehr viele Eier. Es gibt hier noch gerade eine Apparatur, die ein Ei raushebt. Kommen wir denn irgendwie an diese Eier ran, dass wir die im Bootskasten tun können? Nee. Diese Vitrinen sind ja nicht zerstörbar. Ja, dann ist das hier so ein Archiv gewesen für alle Eier. Hier denn den letzten Raum müsste ja noch mal ein Portal sein in der Theorie. Ist es auch, denn ist alles hier symmetrisch aufgebaut. So, packen wir auch hier den Ionenwürfel rein. Und jetzt können wir es entweder ausprobieren, gehen wir jetzt zuerst da hinten rein oder zuerst in den Portalen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was hinter den Portalen ist. Speichern vorher natürlich erstmal. Und dann gucken wir mal. So, wir gehen jetzt in 4 Portale rein. Das kann also ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir haben ja Zeit. So, 613 Meter Höhe. Und wir sind hier im Green River. Hier gab es anscheinend auch ein Portal. So, wir gehen wieder zurück. Gleich mal die nächsten Portale. Oh, hier war noch das eine Portal und dann noch 2 auf der anderen Seite. Kurz mal speichern vorher. Man kann ja nie wissen. Hier sind wir in 200 Metern Tiefe oder Höhe, wie auch immer. Kurz mal gucken, wo wir hier sind. Aber auch nur wieder in irgendeinem Biom, also bringt uns das ja auch nichts. Wir können ja mal gucken, wo ungefähr unsere Markierungen sind. Wir sind also von unserer Main Base aus im Norden, Nordwesten. Keine Ahnung, wo wir hier sind.
Gehen wir wieder durchs Portal. Welches Biom ist denn in 200 Metern Tiefe? Ich würde sagen, das könnte das Pilzwaldbiom gewesen sein. Denn ich glaube, die Precursor hatten Portale zu jedem Biom, was es hier gibt. Oder zumindest zu angrenzenden Biomen, wo wichtige Sachen sind und ihre Ventilationskanäle stehen. Und im Pilzwald haben wir auf jeden Fall einen Ventilationskanal gesehen. Und auch im Lost River haben wir einen Ventilationskanal gesehen. So, mal gucken, wohin uns das hier bringt. So, bei jedem Portal mal speichern. Ich habe damit nämlich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und mit schlechter Erfahrung meine ich, ich hatte mal ein Portal, als ich das Spiel das erste Mal, glaube ich, durchgespielt habe. Und da bin ich ins Portal gegangen. Mein letzter Speicherstand war halt schon ganz schön eine Ewigkeit, so ungefähr 2-3 Stunden. Na gut, 2-3 Stunden vielleicht nicht, aber 1,5 Stunden oder so her. Und dann, ja, ist das abgestürzt. Nicht das Spiel ist abgestürzt, sondern... Was liegt denn da? Ach, eine Lampe. Nicht das Spiel ist abgestürzt, sondern das... wo sind wir hier? Sind wir ganz weit weg von unseren Eingängen? Wir könnten hier in diesem blauen Biom sein, da wo die... Wo die Degasi Base unter der Base war. Da könnten wir sein. So, ich gehe wieder zurück. Ja, und das ist das Spiel nicht abgeschmiert, sondern das ist, ich habe mich halt durch die Welt gebackt dann. Und dann konnte ich da halt nicht mehr weg und musste es dann über einen Alt-4-Befehl stoppen. Und schließen und dann durfte ich alles nochmal machen. Um das zu umgehen, speichere ich halt vor jeden gefährlichen Stelle, vor jeder gefährlichen Stelle oder halt bevor wir in ein Portal reingehen. So, mich erwischt der Dose, ich trinke mal ein Stückchen. Und dann gucken wir noch einmal ins letzte Portal rein und dann gehen wir durch die durch das Kraftfeld, was wir da vorne gesehen haben. So, wir speichern auch hier nochmal. Gehen hier durch. Das sieht mir nach Ventilation, obwohl die sind beide da. Aber die Steinsart, die sieht sehr stark nach Pilzbiom aus. Also ich glaube, wir sind jetzt hier im Pilzbiom. Aber naja, wir können das ja später immer noch nachgucken. So, ich gehe wieder durch. Und jetzt können wir auch endlich durch das mysteriöse Kraftfeld durchgehen. Kommen hier auch wieder runter, sehr gut. Und jetzt gehen wir da durchs Kraftfeld und nehmen dafür auch mal den Krebs mit. Ich nehme mal noch auf Vorrat noch mal 3 mit. Kann ja sein, dass wir dahinter im Kraftfeld noch mal irgendwelche Portale haben. So, und nochmal den dritten. Sehr gut. So, hier ist ein Kraftfeld. Und hier braucht man noch eine blaue Tafel.
gut, dass ich nochmal eine blaue Tafel gemacht habe, denn wir hatten keine mehr. Wir haben nämlich nur eine gefunden. So, und hier... haben wir ein Wasserbecken. Ich speichere mal. Nicht, dass da wir gleich angegriffen werden. Dann gucken wir mal, was wir denn da drin haben. Von oben sieht man nichts. Na, gucken wir mal rein. Against it as they did. Ja, davon haben wir schon mal ein Fötus gesehen. Das scheint so ein Seeimperator zu sein. Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Reason unknown. Mal gucken, ob wir das gegen scannen können. Da scheint auch noch mal irgendwas zu sein. Und hier sind auch überall so gefährliche Sachen, die überhaupt gar nicht gefährlich sind gerade. Unlike other alien facilities, scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Explanation unclear at this time. Ich guck mal, ob ich den hier scannen kann, ob ich da nah genug rankomme. Weil lieb scheint er ja zu sein. Aber ich glaube, scannen kann ich den nicht, ne. Aber das scheint so ein Seeimperator zu sein. Und wir gucken uns mal an, was ist denn das da unten? Hier brauchen wir Environment scans indicate the water here is rich with a rare plankton-like life form, which depends on the organic detritus produced by the ecosystem around it. Okay, wir haben hier einen Inkubator und ich muss gleich nochmal hoch und den. Hier haben wir einen Seeimperator, also das waren die Eier von dem Imperator. Oh. Okay. Ich muss trotzdem mal einen Ionenwürfel holen. Ja, ich muss einen Ionenwürfel holen und mal gucken, dass wir jetzt hier den da einsetzen können. Wir haben ja noch drei. Nehmen wir die einfach mal mit. Und schwimmen jetzt da hinten hin, wo sich das Ding hingesetzt hat. Zu diesem Inkubator. Denn das Teil will uns ja helfen. This place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Okay. Enzym zum Schlüpfen hinzufügen. Wir haben kein Enzym. Ja, wir uns irgendwas zeigen hier. Da ist so noch ein Portal, ein zugesandetes.
der frei, okay. Schon süß. So, dann aktivieren wir das mal. With the passage you opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. Okay, mit mir würde sie das Geheimnis teilen. New blueprint acquired. Wir haben einen neuen Bauplan. Fortgeschrittene Theorie, der Lebenszyklus des See-Imperator. Ich gehe mal kurz hoch, um Luft zu holen. Und wir müssen jetzt also dafür sorgen, dass sich die Eier, dass sich die Baby-See-Imperator fühlen, als würden sie schlüpfen. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Bereit fühlen zu schlüpfen, also das meine ich. Und dafür müssen wir jetzt so irgendwas machen, ein Enzym hinzufügen. Wie macht man das Enzym? Erstmal gucken, was haben wir denn hier bei den Bauplänen rausbekommen. Hier unten bei den Basiselementen haben wir noch, hier haben wir noch die Markeplayer-Puppe. Die Markeplayer-Puppe. Die können wir bauen. Die wir in Rettungskapsel 6, 7, keine Ahnung, gefunden haben. Dann können wir hier noch, hier, das ist das Enzym. Die zwei Ionbatterien und das Enzym müssen wir bauen. Mit einer Lampenbuschprobe, einer Pilzprobe, einer Seekronensamen, Augenstämme, Stängelsamen und Geisterkraut. Samen. Also müssen wir jetzt ganz viel rumlaufen und die Proben sammeln. Ich würde sagen, darauf esse ich erstmal einen Nährstoffblock. So, wir können mal gucken, ob wir hier unten schon Proben dafür haben. Weil hier ist ja so ein Ökosystem. Können wir einfach mal gucken. Ich will hier nicht mit dem Krebs rein, weil ich weiß nicht, wie ich wieder rauskomme. So, hier sind ja überall so kleine Höhlen. Vielleicht finden wir ja schon eins von diesen Sachen, die wir brauchen. Das ist nix. Seepocken brauchen wir nicht. Hier ist noch eine Rotgarben. Und hier haben wir schon mal eins, eine Seekrone. Die brauchen wir auf jeden Fall davon was. Ist aber dunkel geworden jetzt. Haben wir hier noch die Geisterhände, die brauchten wir glaube ich auch. Hier haben wir Höhlenkrabbler, die sozial mit uns sind. Da liegt sogar noch ein Ionenwürfel. The plant life in this area is growing outside its normal conditions. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit. Ja. Ich glaube, hier sollten wir wirklich mal mit den Krebs rein, um hier weiter zu gucken. Weil das scheint eine große Höhle da zu sein. Aber ich würde erstmal gerne finden, wie wir denn den Krebs hier wieder raus können, bevor wir da reingehen. Und das Portal, da haben wir auch schon geöffnet. Ich kann mir sogar vorstellen, was das da für ein Portal ist. Denn wir waren ja bei 1 noch nicht. Ui, so ein Hai können wir jetzt auch mal scannen. So, haben wir auch mal so ein Hai gescannt. Da hinten leuchtet es grün.
Was ist hier? Warum leuchtet es hier grün? Ist hier irgendwas, was ich brauche? Hier ist nochmal eine kleine Höhle. Da geht auch nochmal so ein Energieding lang. Hier ist auch noch ein Ventilationskanal. Ah, kommen die Glubscher hier durch den Ventilationskanal da wieder raus. Okay. Ich brauche Sauerstoff und ich glaube, da hinten können wir nochmal unser Portal aktivieren. Ich hole mir kurz mal den Sauerstoff von unseren Krebs und dann gehe ich hier mit den Krebs rein und aktiviere das Portal. So, kurzer Leck. Alles auch wieder okay. So, jetzt können wir nämlich unser Krebs hier holen. Welcome aboard, Captain. Und da rein. Und dann können wir mal gucken. Das ist die falsche Seite. Hier hoch kommen wir ja wahrscheinlich nicht mehr, aber wir können mal gucken, ob wir von dieser Seite irgendwas machen können. Denn da ist noch ein Gang. Genau, und hier ist noch mal so eine kleine Luftschleuse. Mit einem Portal. Das Portal aktivieren wir mal. Speichern ab. So. Ich steige in unseren Krebs ein und gehe mal da durch. Und dann sind wir hier oben und sind wieder da. Sehr gut. So, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich werde in der nächsten Folge mal gucken, ob ich das Enzym zusammen habe, zumindest die ganzen Sachen dafür. Und dann befreien wir die Eier und gucken mal, was uns das storytechnisch bringt. Und deswegen würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.